Wo war das her? Oh, 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 oh. Das war ein bisschen schief, war das. Einmal noch. Wo war das her? Und dieses hört sich sehr nach Nasinorg an. Nein! Wo war das? Ich bin immer am Überlegen, wo das her war. Herbie. War das von der Dark Passage? Irgendwo daher? Nein, warte mal. Oh, ich weiß nicht mehr, wie das Level heißt. Ach, fuck, wie hieß das denn? Das waren, glaube ich, diese Armor-Fuzzis, die diese Herzdinger da geschossen haben. Von. Ach, Kacke. Da gab es so fliegende Dinger. Und da gab es auch so eine Supersprint-Passage. Ich weiß nicht mehr, wie das Level hieß. Mist! Kann doch jetzt nicht sein. Fällt's nicht ein. Ah, okay, man muss alle kaputt machen, wenn man also alles in einem Leben kaputt machen. Okay, dann hätten wir das jetzt schon. Dann machen wir erstmal hier das hier fertig. Erstmal hier das fertig machen und dann gehen wir zu Sheila. Was war denn der Schlüssel? Lag der nicht auch irgendwo hier oben drauf? Frank oder Frank? Da ist der Schlüssel. Toll. Aber man kann doch bestimmt ach, nee, ich mach es mir einfacher. Nein! Oh, meine Fresse! Und nochmal! Ich hab ja nichts anderes zu tun. Ich hab ja nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich gleich noch dieses Dreckslevel mit der Sheila machen muss. Mit diesen Drecksviechern, die nichts sehen.
Waren das eigentlich die Viecher aus dem ersten Teil von Horikos? Ne, zweiter Teil von Horikos? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da kam er schon angeschwommen und war ganz gierig. Wenn man alles zu schnell will, ne? So. Erstmal falsch rum natürlich. Oh, ein 25er. Das ist ja... Gut. Ist das. So, Sheila, ich komme. Ich glaube, es wäre schneller gewesen, wenn ich zurückgelaufen wäre zum Anfang. Bitte lass das nicht die Horikos-Viecher sein, weil ich mag die eigentlich ganz gerne. Der Sumpf duftet süß. Die Bäume im Frühling sind wohlriechend. Ich bin auf der Suche nach Action. Nach Action. Oh, bitte lass es nie sein. Ich mag die eigentlich sehr, sehr gerne. Ich meine, die Wow würden anders aussehen, irgendwie so mausemäßig. Oh, es sind zum Glück andere, das ist sehr schön. So, ihr lasst mich jetzt erstmal in Ruhe. Ich mache jetzt hier erstmal. Ich räume jetzt hier erstmal auf. Da habe ich doch schon was gesehen. Hallo! Hätten wir. Ich mag das Level nicht. Überhaupt nicht. So ganz und gar nicht. Ein Zehner. Hallo. Hallo. Ui, das ist groß. Lass da bitte auch noch ein Zweier drin sein. Och Mann. Das wäre so schön gewesen. Alles Zweier. So, aber ich weiß, wie man noch da vorne an die 25 dran kommt. Okay, hat sich schon erledigt. Gut, dann hätten wir jetzt schon mal alle Edelsteine. Ja, dann können wir ja jetzt das machen. Echt. Wir haben die Bomben hier. Wir müssen den Eierkäfig zerstören. Aber sie zerplatzen sinnlos. Känguru kann helfen. Du kannst den Weg räumen für uns. Wird Sheila uns helfen? Nein,
Ich liebe eure Freestyle-Poesie, Alter. Bist du bescheuert? Ja, es ist Bombenzeit. Hier komme ich, liebe Eierchen, euch endlich zu befreien. Ich glaube, der erste ist noch relativ human. Der läuft noch vernünftig. Also einigermaßen vernünftig. Der andere, der ist total... Boah, du läufst doch hier lang. Okay. Au! Wieder eine Fehlzündung. Große Felsen kann man treten, heißt es. Pilze kann man zertreten. Ja. Ja. Das Blöde ist, man kann auch nicht einfach alles kaputt machen, weil halt die Pilze, die kommen wieder nach oben und die komischen Steine, die fallen wieder nach unten. Nach einer gewissen Zeit. Und das ist halt ein bisschen blöd. Das hat mir damals echt den letzten Nerv geraubt, hier, das hier, als ich noch klein war. Das ist auch kacke. Ich glaube, das reicht. Okay, ich brauche den linken gar nicht, so wie es aussieht. Oh. Ja, ist gut. Das ist halt Trial and Error. Das ist halt dumm. Okay, ich brauch beiden nur. Super, der erste ist fertig. Peggy. Achso. Ein Eierkäfig verbleibt. Wirst du jetzt meinem Bruder helfen, das letzte Ei zu befreien? Schön, dass wir da nicht hinlaufen müssen. Wenn du mir den Weg räumst, kann ich den Eierkäfig sprengen. Arme, arme gefangene Eier. Ja, es ist Bombenzeit. Hier komme ich, liebe Eierchen, euch endlich zu befreien. Ja, du läufst wie so ein Bekloppter hier lang, ne? Okay, den brauche ich nicht.